Suche dir einen Fels auf Mutter Erde deiner Wahl. Und wenn du gerade zu Hause bist, so magst du dich bequem liegend oder sitzend in Gedanken an einen geeigneten Felsen begeben und dort verweilen. Folge zunächst deinem Atem, fühle, wie er kommt und fühle, wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ahna, Solavana und Elixier in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl aufwärts, deine Prana-Röhre entlang zu deinem Kehlkopfchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper zum Alpha-Chakra, dem 9., 10., 11. bis ins 12. Chakra der Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife einmal um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahlkraft deiner Gedanken in das göttliche Gedankenfeld und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden mit deinem Herzen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre abwärts zu deinem Sonnengeflecht, zum Sakralchakra, dem Wurzelchakra und am Wurzelchakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort mache eine Art Schleife einmal um das Chakra herum und sende dann diesen Strahl in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem und atme wechselweise über den Strahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindung zur Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder des Göttlichen durchfließt und mit jedem Ausatmen dich das verlässt, was du nicht mehr benötigst. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in den Fels hinein, auf dem du sitzt. Folge dem Felsen tiefer in die Erde hinein. Dehne dein Fühlen aus um dich herum und fühle, was du als Erde trägst. Dehne dich aus in alle Himmelsrichtungen.
Gehe weiter bis zu den Alpen und fühle die riesigen Felsmassive. Gehe bis zum Meer und trage das Meer und alles darin und darauf. Dehne dich weiter aus und weiter, bis du einmal herum die gesamte Erdoberfläche wahrnimmst. Und verweile in diesem Fühlen der Oberfläche von Mutter Erde. Verweile in diesem Fühlen und lasse dir vor deinem inneren Auge einen Wald zeigen, der auf dir wächst, und fühle ihn auf dir stehen, aus dir Nahrung aufnehmen, wachsen, und irgendwann wieder zur Erde werden. Lasse dir ein Feld zeigen und spende Nahrung. Siehe den Bauern säen. Siehe ihn ernten, die Erde auf dir zu den Menschen gehen, ihre Nahrung sein, gegessen werden, wieder zur Erde werden. Lasse dir ein Meer zeigen und fühle in den Boden um dieses Meer und unter dem Meer hinein. Gehe auf der Zeitlinie vorwärts, gib Wärme ab, erwärme das Meer, trockne es aus und türme den Boden auf. Himmelhohe Felstürme. Vom Regen und der Zeit zerwaschen, zu Sand zerfallen, auf der wieder die Pflanzen wachsen, oder vielleicht ein neuer Wald. Lasse dir einen Steinbruch zeigen, aus dem Stücke von dir zu Häusern werden, zu Wegen, zu Figuren oder Landmarken, und verweile in dieser Betrachtung, was Menschen aus dir alles machen.
Kehre nun zurück in den Fels, auf dem du sitzt. Fühle hinein und werde dieser Fels, auf dem du sitzt. Fühle Regen auf ihm und die Sonne. Fühle dich selbst auf ihm sitzen. Fühle Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Fühle die vollständige Unbeweglichkeit, das Ausgeliefertsein den Elementen Wasser, Luft und Feuer, hingebungsvoll verharrend, ausgeliefert und wissend der Unendlichkeit. Verweile in dieser Betrachtung. Betrachte, dass all diese Kreisläufe einander bedingen und alles miteinander zusammenhängt. Alles ist miteinander verbunden. Kehre nun langsam wieder zurück zu deinem Atem und ins Hier und Jetzt. Wackele ein wenig mit deinen Fingern und mit deinen Füßen. Öffne deine Augen und sei voller Dankbarkeit für das, was du schauen durftest. Ananascha.